Luc Bessons Leon der Profi ist ein absoluter Klassiker und ein Meilenstein des anspruchsvollen Actionkinos. Neben den interessanten Actionszenen steht in erster Linie die Beziehung zwischen Jean Reno und Natalie Portman in mehrerlei Hinsicht. Das Wortspiel war eigentlich gar nicht so geplant. Hüstel im Vordergrund, und der Film ist einfach nur brillant inszeniert, spannend gemacht und von beiden Kandidaten absolut großartig gespielt. Eines gab es von diesem Film allerdings noch nicht, dass das Wort großartig im deutschsprachigen Raum auch nur ansatzweise verdient hätte. Nehme ich ein schönes Steelbook. Das, was Studio Canal bis jetzt veröffentlicht hat, beziehungsweise Arthouse bis jetzt veröffentlicht hat, war einfach, und ich versuche es so dezent zu beschreiben, wie es mir möglich ist, ungefähr so schön anzusehen, wie wenn mir ein geisteskranker Serienkiller den Augapfel mit einem Löffel rauslöffelt, nur damit dann ein Hund mit Durchfall seine Notdurft in meiner Augenhöhle verrichtet. Ja, diese Steelbooks waren hässlich. Und war das alte DVD-Steelbook nicht schon hässlich genug, hat man sich dann dazu entschlossen, bäm, mach mal selber auch Blu-ray. Glücklicherweise hat man jetzt allerdings den glorreichen Entschluss gefasst, machen wir vielleicht die 4K-Steelbooks besser. Und hat dabei Studiokanal bzw. Arthouse eine, ich nenne es jetzt einmal, Reihe geschaffen. Irgendwie eine Art Pop-Art-Series, wo alle diese 4K Blu-ray-Steelbooks hineinpassen. Beginnend eben mit Wenn die Gondeln Trauer tragen, mit Apocalypse Now, jetzt mit Leon der Profi. Und es sind auch schon die nächsten Titel angekündigt, von Universal Soldier bis hin zu Red Heat, wobei ich das Red Heat Cover absolut schrecklich finde. Keine Ahnung, was ihnen dabei eingefallen ist, aber egal. Heute geht's einmal um Leon der Profi. Und das ist wieder ein Steelbook, das in einem von diesen nach unten offenen, so fest wollte ich es gar nicht machen, Quarterslips steckt. Außerdem auf dem Frontcover, eben nur auf dem Quarterslip, die Hinweise auf die UHD Blu-ray und auf den Filmtitel enthält, was natürlich ein geschickter Schachzug ist. Immerhin gibt es auch eine Standard Blu-ray-only Steelbook-Neuauflage mit nicht der 4K-Disc, aber eben mit demselben Steelbook. Wir bekommen natürlich, so wie es sein muss, den Filmtitel auf dem Spine serviert und ein handelsübliches Backcover-Motiv mit der Inhaltsangabe zum Film, mit den Informationen rund ums Bonusmaterial. Natürlich gibt es auch diesmal wieder die beiden Fassungen, den Director's Cut und die Kinofassung, die genau 23 Minuten kürzer ausgefallen ist, sowie weitere Hinweise. Aber jetzt ist es dann einmal an der Zeit, dieses Ding zu entfernen und einen Blick auf das Frontcover zu werfen, wenn ich darf. Wow. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Und das Einzige, was dieses Steelbook wirklich noch geiler macht, und das Einzige, was dieses Steelbook nur noch geiler machen hätte können, ist, dass man hier gut mit dem Metallic Steelbook Effekt arbeitet und alleine Natalie Portmans leuchtende, wunderschöne Augen sind etwas, was dieses Steelbook Frontcover alleine schon zu einem absoluten Genuss macht. Das ist wundervoll. Das passt einerseits, finde ich, hervorragend zum Film und zu ihrem Charakter, aber es veredelt auch dieses Steelbook ungemein und es zeigt nämlich auch, wie sehr man sich hier in der Grafikabteilung von Arthouse Gedanken gemacht hat, weil es gibt nicht viel auf diesem Cover-Artwork, das den metallischen Steelbook-Effekt durchlässt. Wir haben Portmans Augen, wir haben hier mehr oder weniger den einfärbigen Hintergrund, frei nach den klassischen Pop-Art-Steelbooks, und wir haben hier Leons Sonnenbrille, auch ein Element, wo das passt bei den reflektierenden Gläsern. Der Rest ist allerdings grundiert matt und lässt keinen Steelbook-Effekt durch. Und das ist wirklich absolut perfekt durchdacht, das ist absolut großartig und wirklich,
wirklich wunderschön. Auf dem Backcover hat es jemand für notwendig befunden, eine Topfpflanze zu verewigen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass es schon mindestens 10 Jahre her ist, dass ich Leon der Profi das letzte Mal gesehen habe, aber an eine Topfpflanze kann ich mir jetzt nicht sonderlich erinnern. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an keinen einzigen Fall erinnern, wo ich so ein einfaches Backcover-Artwork nicht absolut lieblos, hässlich und dahingefurzt gefunden habe. Das ist wirklich gar nichts. Und vor allem, das im krassen Gegensatz. Das ist irgendwie so, wenn ich mal vorne wirklich Mühe gebe, vielleicht merkt es dann keiner. Doch, wir merken es. Drinnen wartet dann auf der einen Seite, interessanterweise bei Studiokanal meistens üblich, nicht eine Seite mit beiden Discs zu belegen, sondern beide Discs eben auf den verschiedenen Seiten. Hier die Blu-ray mit beiden Fassungen und auf der anderen Seite die 4K UHD Blu-ray, ebenfalls mit beiden Fassungen. Und das Innenartwork, das wieder. Es ist, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, ein anderes Motiv als beim alten Steelbook, aber sie machen einfach immer denselben Fehler. Warum muss das in diesem üblichen, schwachen, matten Schwarz-Weiß sein? Warum konnte nicht einfach dasselbe Bild als Innenartwork für das Steelbook genommen werden in Farbe? Oder wenn Sie es ansatzweise passend zum Film finden, dass es in Schwarz ist, zumindest weiß grundiert, dass man es besser erkennen kann. Es ist jetzt wirklich nicht das Schlimmste. Ich hatte da schon deutlich wildere Kandidaten, wo man einfach gar nicht mehr erkennen hat können, was es eigentlich für ein Bild sein sollte. So arg ist es da nicht. Aber von schön sind wir auch weit, weit entfernt. Zumindest kann man sich da im Inneren ein bisschen mit dem schönen Metallic-Effekt spielen. Das ist zumindest auch was. Aber man braucht sich jetzt tatsächlich von mir an dieser Stelle keinerlei, wie immer geartete Begeisterungsströme und oder Äußerungen erwarten. So, das finde ich eigentlich immer ein bisschen enttäuschend, wenn man nämlich ein großartiges Frontcover hat und das dann mit einem lieblosen Back- und Innendesign eigentlich ziemlich verheizt und ziemlich verhunzt. Dann finde ich das fast noch schlimmer und noch mehr schade, als wenn das Frontcover nicht ganz so schön gewesen wäre.